Attraction, japanisches Filmfestival, Frankfurt am Main. Hallo und herzlich willkommen zum 21. japanischen Filmfestival Nippon Connection. Ich begrüße Sie herzlich bei unserem Game Center Talk, der jetzt zum zweiten Mal in der Online-Ausgabe stattfindet. Unsere Nippon-internen Gamer André, Leo und Karim stellen euch heute nacheinander den ihr in den vergangenen Jahren vielleicht schon bei uns selbst anzocken durftet. So, hi, willkommen beim Game Center Talk. Danke, dass ihr alle zahlreich dazugeschaltet habt. Ich bin der André und ich stelle euch heute Katamari Damacy Rerolled vor. Und zwar das Remake von Katamari Damacy für die PS2, nur halt jetzt auf dem PC. Genau, legen wir los. So. Was wir noch sagen wollten, Zoom ist nicht dazu gedacht, Games zu streamen. Wenn ein paar Fehler auftreten von Frames, die gedroppt werden, das liegt wohl an Zoom. Aber gut. Katamari Damacy ist ein bisschen verrücktes Spiel. Das sehen wir schon an dem File-Select-Screen. Und zwar gibt es drei Save-Files, einmal Na, M und Co., was Namco sein soll. Und das erinnert ein bisschen an Super Mario Sunshine, weil man wählt sein Save-File tatsächlich mit In-Game-Controls aus. Anstatt einfach, dass man einfach auswählt, links, rechts und Start. Man muss das tatsächlich steuern, so wie man ein Spiel steuern würde. So. Die Story bei Katamari Damacy ist, man ist der kleine Prinz, der von seinem Vater beauftragt worden ist, Zeug zu sammeln, weil der liebe Vater das ganze Universum zerstört hat, nachdem er ein bisschen was getrunken hat. Ja, also sind wir zwar als kleiner Prinz, der nur 5 cm groß ist, hier dabei, das Universum zu reparieren, aber ja, ich zeig's euch mal. Das soll jetzt das Universum sein. Es existiert nur noch die Erde, alle anderen Planeten und Sterne gibt's nicht mehr. Ja. Das ist jetzt der Vater. Ein bisschen verrückt ist der Kerl schon, weil, ja. Man muss schon einen Ticken verrückt sein, um das ganze Universum zu zerstören, wenn man ein bisschen was gesoffen hat. Ein wenig erzählt er auch am Anfang des Spiels, aber meist kann ich mir auch keinen richtigen Reim draus machen. Im Endeffekt schickt er uns nur zur Erde, damit wir uns Zeug zusammensammeln können, damit er mit dem Zeug, was wir zusammensammeln, unser Sonnensystem wiederherstellen kann. So. Er ist leider auch nicht sonderlich geduldig. Er gibt uns 10 Minuten Zeit, hier diesen Katamari aufzubauen. Der Katamari ist dieser Ball, der vor uns rollt. Noch sind wir 5 cm groß. Allerdings ist unser Ziel, 1 Meter groß zu werden. Und das erreichen wir jetzt durch das Aufräumen verschiedener Dinge. Die ersten Level startet man alle in einem japanischen Haushalt. Da sammelt man so Sachen auf, die man typisch in so einem Haushalt, keine Ahnung, so ein paar Shogi-Steine. Vielleicht sowas wie eine Walnuss. Es gibt keine Gegner im Spiel. Es gibt zwar Lebewesen, die wir versuchen sollten zu meiden, aber sobald wir groß genug sind, stört uns das auch nicht weiter. Ich habe das Level hier gewählt, weil in dem Level spielt der beste Track in ganzem Spiel. Ich bin jetzt noch kurz eine Minute leise, damit ihr mal zuhören könnt, weil ich liebe diesen Track eigentlich. Oh, ja. Also mir gefällt die Musik sehr und ziemlich vielen Leuten online auch. Also aus dem Soundtrack vom ersten Katamari-Spiel ist das der Track, der so der Hervorhebetrack ist.
ihr seht, ich bemühe mich gerade ein bisschen hier rumzurollen. Das liegt jetzt nicht dran, dass ich, dass ich sonderlich schlecht im Spiel bin. Gut bin ich auch nicht. Aber die Steuerung ist ein bisschen, nicht kompliziert, aber eigen. Man steuert mit zwei Sticks. Man steuert mit zwei Control-Sticks und, an sich hat man nur diesen Steuern. Man muss mit denen gewisse Inputs eingeben zum Rennen zum Beispiel. Wenn ich jetzt mich drehen will, muss ich jetzt auf den linken Stick nach oben drücken und auf den linken Stick nach rechts. Ach, verdammt! Oben rechts seht ihr den Timer, den ich habe für das Level. Für das Level, für die Levels hat man 10 Minuten. Wenn ich in der Zeit nicht auf einen Meter bin, dann habe ich das Level verloren, weil mein Vater, der König, einfach zu ungeduldig ist zu warten, bis ich hier was ordentliches zusammengesammelt habe. Aber langsam wird's ja was. Wir sind schon bei 10 cm. Aber, ja. Je mehr man sammelt, desto weiter wird das Level geöffnet. Weil man halt auch mehr Sachen aufsammeln kann. Bringt halt nichts rauszugehen, wenn du es nicht mehr aufsammeln kannst. Ich muss kurz ein paar Mäuse sammeln. Ich glaube, meine Mitreferenten wollten auch ein paar Worte sagen. Die ist natürlich gern dazu eingeladen, sich dazu zu schalten und auch ein paar Fragen zu stellen zum Spiel oder so. Aber wenn nicht, ist auch okay. Ja, genau. Also wir hatten das Spiel ja eigentlich hier immer als Klassiker in der im Game Center für alle da. Beste als dann das Spiel von der Steuerung her, auch wenn die Steuerung ist. Und das ist jetzt auch nicht so schwer zu erklären. Aber gut, die Steuerung ist ja so der Charme vom Spiel, ne, Leo? Du hast ja vorhin gemeint, dass es keine Gegner gibt. Ich würde da nicht widersprechen, dass die Steuerung der Gegner ist. Und das Gelände. Aber ja, unser liebster Connection-Klassiker, neben Taiko natürlich, aber das ist der, der den Nachbarn weniger auf die Keks gibt. Deswegen ist es für Games und Support von zu Hause aus auf jeden Fall. Ja. Ja, okay, so habe ich noch nie gesehen, dass die Steuerung der Gegner ist. Wenn du es so sagst, stimmt das natürlich. Weil die Steuerung ist echt fies in dem Game, aber ich glaube, das letzte Mal, wo ich es auf der PS2 gespielt habe, da habe ich es, glaube ich, auch eine Woche lang am Stück durchgeballert und dann ging es eigentlich auch nach einer Zeit. Oh Gott, jetzt habe ich irgendwas aufgesammelt und mein Ball ist nicht mehr sonderlich rund. Und das ist natürlich auch ein Hindernis. Aber ja, also man kann die Steuerung als Gegner sehen, man kann die Steuerung natürlich auch als was sehen, das geht natürlich meistens auch nicht mehr Zeit. Ja, ja. Das sind die andere Sichtweise, die Multiweise auf dem Brett. Ich sehe es immer gerne als Steuerung, vor allem für Anfänger, als Gegner. Für Anfänger ist es auf jeden Fall relativ ungewöhnlich, auch wenn das Spiel ist wieder nicht. Ja, ein wenig erinnert mich das Spiel auch an ein anderen japanisches Spiel, an Chibi-Robo, was auf dem Gamecube rauskam. Da ist man ja auch ein kleiner Roboter, der im japanischen Haushalt so Aufgaben erledigt. Und das finde ich auch ein bisschen interessant, wie hier ein japanischer Haushalt dargestellt wird mit den Haushalts-Items. Zum Beispiel diesen Shogi-Figuren. Auf jeden Fall so eine stereotypische Haushalt. Ja, Leo, könntest du einen Ticken lauter sein? Ja, natürlich kann ich einen Ticken lauter sein. Hört man mich so besser? Ja, ich höre dich sehr gut jetzt. Super. Ich lehne mich manchmal ein bisschen zu sehr zurück. Das merkt man auch daran, wie laut oder leise ich spreche. Unser Lieblingsspiel für alle im Game Center. Davon gibt's wie viel? Ich weiß gar nicht. Also es gab auf jeden Fall jetzt gerade vor kurzem den Remaster für so ziemlich alle Plattformen. PC, Switch, PlayStation 4, 5 weiß ich nicht. Xbox One gab es auch was. Ja. Aber es gibt insgesamt, glaube ich, 2 oder 3 Teile davon.
Ich glaube, wir sind bei drei Teilen. Der letzte Teil kam, glaube ich, für die PS3 sogar raus. Für die PS4 gab es mal nicht keinen, ne? Genau. Also, die haben teilweise auch so andere Games gemacht in der Serie. Ich glaube, es gibt Nobi Nobi Boy. Genau, Nobi Nobi Boy ist zum selben Entwickler. Aber Nobi Nobi Boy war so ein Online-Experience, ne? Das hast du ja mit anderen gespielt und hast versucht, bis zum Mond zu wachsen. Das bin ich mir nicht mehr sicher. Ich weiß, das muss man auf jeden Fall sehr. Ja, das ist so. Das habe ich damals auf der PS3 gezockt. Das war leicht komisch. Aber Katamari Sans. Das ist, glaube ich, Programm. Ja. Mensch, also ich muss sagen, die Musik ist so entspannt im Level. Ich komme gar nicht dazu in dem Flow, dass ich hier merke, dass die Zeit fast abgelaufen ist. Ja, du hast noch 4 Minuten, die ich. Ja. Also so könnte die Musik vielleicht der Gegner sein, weil ich bin viel zu tiefenentspannt durch diese Musik. Also genau, man kann natürlich alles aufrollen, aber immer erst dann, wenn man tatsächlich größer ist, als man aufrollen will. Ja genau, wenn man klein ist, dann sind tatsächlich die Tiere deine Gegner. Ja. Weil die kannst du dann tatsächlich gar nicht aufrollen und die machen dich auch kleiner, wenn du die anstößt. Aber es sieht gerade echt schlecht bei mir aus. Schade. Gut, wenn das nichts wird, habe ich noch ein Bonuslevel danach. Falls ihr Fragen habt, könnt ihr die Q&A-Funktion nutzen, um die einfach reinzuposten. Ich beantworte sie. Ich sehe die auf dem zweiten Schirm. Da kam schon was rein. Das Feedback kann ich leider nicht jetzt machen, weil ich kann nicht aus dem Spiel raus. Ach, verdammt. Ja, also sieht ziemlich traurig aus. Den Meter werde ich nicht erreichen, ne? Dann werde ich auch wohl sehen, was der König macht, wenn er mit dem Prinzen enttäuscht ist. Spoiler, es ist nicht sonderlich schön, ne? Ja. Kannst du ein bisschen noch mal lauter sprechen, André? Klar. Ist es jetzt laut genug? Hörst du mich? Also ich höre dich gut. Die Zuschauerin hört dich nicht so gut. Ah, okay. Also ich versuch's, aber mehr kann ich grad nicht machen. Aber okay. Mist! Also Glas ist echt traurig. So schlecht war ich lange nicht mehr in dem Spiel. Ich glaube, das ist der Live-Effekt. Aber gut, ich schieb's auf Zoom. Ja, Zoom ist bisher also, unser Endgegner gewesen. Das ich glaube, Zoom ist der wahre Gegner von Katamari Damacy. Zoom ist der Endgegner von Games Center Talk. Mit Zoom hatten wir bisher die meisten Probleme. Sowohl was die. Ups. Ach. So, jetzt. Man versteht mich immer noch nicht so gut. Okay, ich versuche das zu verändern. So. Die Geschichte mit dem zum Mond wachsen, ich habe eine Frage reinbekommen. Es gibt, ich kann mich nicht mehr erinnern, am Ende gab es, meine ich, einen Modus ohne Zeit, so eine Sandbox. Aber zum Mond wachsen ist nicht das Ziel von dem Spiel. Zum Mond wachsen war das Spiel von Nobi Nobi Boy. Das war so ein Sequel von dem Spiel hier. Aber ein richtiges Sequel war Nobi Nobi Boy auch nicht, weil Nobi Nobi Boy, ja, war eher so ein 1-Euro-Spiel auf dem PlayStation Store. Oh Gott! Mensch, bin ich schlecht hier. Aber gut. Ja, aber es geht ja auch nicht darum, hier... Ja, ja. Ich habe nur die Hälfte erreicht. Also Leute, in der Tech-Probe lief alles besser, Leute. Ja, das ist immer so. Die Proben sind das Beste. Ja, aber, ja. Ein guten Stream macht, glaube ich, aus, was man dann aus der Realität macht, wenn es dann nicht so gut läuft wie bei der Probe. So, mal schauen. Genau. Ich bin jetzt ein bisschen näher ans Mikrofon gerückt. Ich hoffe, es ja. ist ein bisschen besser. Also ich höre dich jetzt besser. Könnt jetzt noch ein bisschen das Noise Gate auch machen, damit man die Vögel bei mir aus draußen kürzen. Alles gut. Wenn noch was, wir warten noch auf Feedback. Aber merkt ihr, je größer man wird, desto einfacher wird's. Und ich habe, glaube ich, den Anfang halt nicht geschafft. Oh mein Gott, das war's jetzt. Ja, jetzt kriegen wir die ganze Wut vom Vater. Ich glaube, du bist zu früh schon nach draußen gegangen. Aber ich bin mir nicht bewusst. Ja, ich glaube auch, ich war zu früh draußen, ne? Ja. Ich habe schon lange nicht mehr gespielt. Das Game Center war schon lange nicht mehr offline zur Verfügung. Nächstes Mal. Also, wir merken, der Vater ist ganz enttäuscht mit uns. Ist auch ein bisschen gruselig alles.
Oh mein Gott. Also wir wurden so, sozusagen jetzt enternt. Jetzt eigentlich nochmal das Bonuslevel oder das Bonusspiel kommen, nicht? Oder kommt das, wenn man gewonnen hat? Nur wenn man gewonnen hat, sieht man kurz eine japanische Familie in dem Alltag. Und ich habe leider nicht gewonnen. Naja, okay. Aber gut, wir haben noch ein anderes Level, habe ich euch zu zeigen. Mhm. Bevor ich an Kadem abgebe, und zwar Make a Cancer. Es geht ja nicht nur darum, das Sonnensystem wieder aufzubauen, sondern hier darum geht es, einen schönen Krabbeneinkauf zu machen. Einfach weil unser Vater Krabben ziemlich gut findet. Ja, Krabben, habe ich gehört, sollen lecker sein. Ich bin jetzt. Ja, also ich bin auch gerade irgendwie auf dem Krabbentrip. Ich weiß nicht, woher das kommt. Ja, aber ich weiß nicht. Vielleicht sehen wir später noch ein paar mehr Krabben und Krebse. Und Säbetier. So, normalerweise sind Lebewesen unsere Gegner, beziehungsweise die, die uns hier Schaden zufügen, aber dem Level können wir die von Anfang an aufrollen. Aber hier zählt auch, zuerst Kleines, dann Großes. Ja, ich muss erstmal ein bisschen größer werden, bevor ich die snacken kann. Oh Gott, diese Steuerung. So, das sind sie doch. Und ich bin jetzt auch noch mal kurz leise, weil die Mucke einfach viel zu gut ist im Spiel. Okay, Frage. Das ist, ja, auf jeden Fall, Krabben sind heute auf jeden Fall das große Team bei uns im Game Center. obwohl, das stimmt auch nicht ganz. Wir haben eigentlich jedes Jahr immer ziemlich viele Krabben eigentlich. Wir haben, also Krabben sind auch super. Also Krabben sind auch super Krustentiere. Generell sind Krustentiere. Krustentiere sind richtig krass. Meine Pfeffs. Ich finde, es hat großes Krabbenpotenzial. So, das sind sie doch. Heißt das Krustentier oder Schalentier? Ich will nicht, aber Krustentier gefällt mir besser. Stimmt, stimmt. Ich glaube, Krustentiere sind das. Im Haus drin. So, jetzt kann ich endlich die roten Krabben aufnehmen. Boah. Ich habe meine Form völlig verdeichselt. Von Markus kommt die Frage, ob man das auf der PS4 spielen kann. Ja, das gibt es auch auf der PS4. Und ich glaube, das ist auch gar nicht mal so teuer, weil es ein Remake ist. Das kannst du im PlayStation Network kaufen. Zum Glück sind wir hier direkt im Internet dran. Und dann kann ich das mal kurz nachschauen. Also es gibt's für alle aktuellen Konsolen, aber der Original, das Originalspiel gab's auf der PlayStation 2. Und damals war das auch, hat sich ziemlich schlecht verkauft, aber wurde von Reviewern schon als Sleeping Hit bezeichnet, weil es einfach echt abgefahren ist. Und das ist so ein Spiel, das kann man ab und zu gern spielen, um so ein bisschen runterzukommen am Abend, finde ich. Die Musik ist dann. Was meinst du? PlayStation 5 sehe ich jetzt gerade nicht als Release, aber für alle anderen Plattformen gibt es das auf der PlayStation 1. Man kann ja PlayStation 4 Spiele auf der PS5 spielen. Ach, dann kann man dann. Okay, dann. Da kenne ich mich leider nicht so. Aber ja, zum Runterkommen ist es super. Also ich war. Genau. Ah, Mensch. Es gibt auch ein paar andere Moves als die, die ich euch gerade zeige, aber die bringen halt nicht so viel. Man kann zum Beispiel. Man kann tatsächlich springen. Und zwar springt dann nur der Prinz. Und damit kann man sich die Map anschauen. Oder man kann sprinten. Aber ich bin gerade irgendwie ein bisschen, wie soll ich sagen, nicht auf dem Sprung. Aber naja. Ich weiß gerade nicht, wie viel Zeit wir noch haben für dich, weil Karin ist ja ganz nett dran. Ja, ja, klar, ich weiß. Ich hab's auf dem Schirm. Ich bin gleich noch durch. Dann ist gut. Ansonsten, wenn ich überziehe, cutte mich bitte ab. Oje. Mein Lieblingslevel ist tatsächlich das letzte Level, was ich gespielt habe. Aber nur wegen der Musik. Ich liebe die Musik zu sehr. Man spielt ja nicht nur den Prinz, es gibt auch andere Charaktere, wenn ich mich recht erinnere. Ja.
Es gibt auch ganz viele weitere Charaktere, das sind die Cousins vom Prinzen. Und die sind alle auch ein bisschen verrückt vom Design her und anders. Ja. Und noch ein kleiner Fun-Fact. Das Spiel wurde 2012 in einer in einer Ausstellung im New York Museum of Modern Art mit ausgestellt. In der Ausstellung namens Century of the Child, Drawing by Design. Also, echt? Wusste ich gar nicht. Das ist ja echt cool. Also das Spiel finde ich echt, hat einen künstlerischen Gehalt. So, ja, also, ich sehe... Ja? Ich bin mir fast nicht sicher, aber ich glaube auch in Karlsruhe, im Museum... ich weiß nicht, den Namen nicht mehr. Ich glaube, es ist auch ein ganz künstliches Museum. Ich glaube, beim Remake kann man kein... Ich habe eine Frage reinbekommen. Ich glaube, beim Remake kann man keine japanischen Texte einstellen. Aber im Original auch nicht. Das ist eh ein bisschen komisch mit japanischen Releases auf Steam. Zum Beispiel, die haben meist keine japanischen Texte drin und man muss sich in Japan extra kaufen. Das machen die, weil in Japan Spiele ziemlich teuer sind. Und die haben Angst, dass Leute in Japan sich die Spiele im Ausland kaufen. Deswegen machen die einfach eine Sprachbarriere davor. Gut, ich sehe, meine Zeit ist jetzt langsam rum. Das Level geht zwar noch 2 Minuten. Genau, Hannah hat noch eine Frage. Was ist dein Lieblingslevel eigentlich? Also mein Lieblingslevel ist... Make a Star 4, das war das letzte Level, was wir gespielt haben. Und zwar allein wegen der Musik. Das Lied kommt nochmal in dem, ich glaube, vorvorletzten Level vor. Aber je früher man zu dem Song kommt, desto besser. Okay. Dann danke euch fürs Zuschauen. Und würde jetzt an meinen Kollegen Karim übergeben. Karim präsentiert euch, ich glaube, das sagt er euch gleich selber. Karim, wirst du eben deine Kamera anmachen? So, ja, würde ich gerne. Aber der Host hat meine Kamera gestoppt. Kann die jemand anmachen? Das Moment. Muss der Host beantworten. Ich habe leider keine Macht über deine Kamera. Ich darf leider anscheinend... Okay, wenn es gerade nicht geht, würde ich vielleicht den Leo vorziehen und dann kann der Host währenddessen eine Kamera anmachen. Wäre das okay? Ja, gucken wir mal. Kriegen wir irgendwie geregelt. Gut, dann mache ich kurz weiter. Wartet mal kurz. Das ist jetzt ein bisschen... Sieht man schon was anderes? Pinnst du mich dann kurz an? Was meinst du? Pinnst du mich kurz an? Ich hab dich schon gepinnt. Ah, wunderbar, okay. Hört man mich auch gut? Man hört dich. Getestet. Mal kurz zum Abtesten. Okay. Also, mehr zum Krabben-Thema. Ich stelle euch wie erfährt man so ein bisschen? Einen physikbasierten Krabben-Wrestling-Kampfsimulator vor. Bei dem man ja hauptsächlich eigentlich Krabben spielen kann. Das Schönste an dem Spiel ist eigentlich die Musik fast. Aber hört doch einfach mal selber kurz rein. Ich bin mir nicht sicher, ob man hier schon was hört, weil ich bei mir den Ton nicht so gut höre wie bei anderen Leuten. Wir hören dich gut. Und du sagst, es ist physikbasiert? Genau, das ist komplett physikbasiert. Das heißt, jeder Arm ist tatsächlich einzeln steuerbar. Ich kann blocken, ich kann die Arme von den Gegnern fangen. In diesem speziellen Level zum Beispiel ist es das Ziel, den Gegner idealerweise nicht selber gefallen. Ich habe dazu verschiedene Gegner. Zum Beispiel jetzt gerade eine Kokosnusskrabbe mit einer Axt. Nee, das sieht eher nach einer Bade aus. Ist ja egal. Es geht darum, entweder sie auf den Rücken zu werfen oder sie vom Tisch zu werfen. Eins zu beiden. Was früher passiert, das ist am Schluss. Also so ein bisschen wie Sumo, ja? Genau. Dein Mikro ist noch ein Ticken leise. Kannst du vielleicht nach dem Match... Mikro ist noch zu leise. Ist das so besser? Ja. Red nochmal. Ja. So besser? Ja, du bist... Ich kann ein bisschen den Gain hoch machen. Dann hört ihr mich auf jeden Fall besser. Ja, mach mal einen Gain bitte hoch. Aber dann hört ihr auch die Umwelt ein bisschen besser. So, hört man jetzt was? Ja, perfekt. Wunderbar. Okay. Ich wollte eigentlich nicht den Gain anmachen, weil jetzt hört er, glaube ich, die Vögel. Okay. Genau, wir hatten jedes Jahr eigentlich auf dem Nippon Connection im Game Center
den Vorgänger dazu da, der hieß oder heißt Ace of Seafood. Da spielt man ein Rollenspiel, in dem man selber ein Meerestier ist. Also zum Beispiel kann man da ein Seebarsch sein oder ein... Okay, das ist dann zum Beispiel kein Meerestier, aber man kann tatsächlich auch ein U-Boot spielen oder einen Flugzeugträger. Aber wie gesagt, man kann alles, was im Meer lebt, auch an sich spielen. Zum Beispiel eben die... Ich muss gerade überlegen. Es gibt auf jeden Fall, glaube ich, einen Kraken, den man spielen kann. Man kann Shrimps spielen, man kann Krabben spielen, man kann verschiedene Fische spielen. Ich glaube, man kann auch einen weißen Hai spielen. Das alles muss man sich erspielen, indem man sich Evolutionspunkte erkämpft. Indem man Reviere von anderen Meeresbewohnern einnimmt oder übernimmt. Und dann im Prinzip, man kann, genau, das ist tatsächlich noch Squad-basiert, das heißt, man kann zusätzlich auch noch seine eigenen Freunde also man kann tatsächlich als Koop-Spiel spielen und dabei andere Fische als Freunde dabei haben oder eben Krabben. Und dann kann man im Prinzip seine Crew zusammenstellen und dann mit denen den Ozean erobern. Genau. Das ist der Vorgänger hierzu. Das Spiel gibt es leider erst seit letztem Jahr im August, sonst hätten wir es letztes Jahr schon als Teilnehmer vom Game Center Talk gehabt. Aber ja, deswegen erst dieses Jahr. Und es wird in Zukunft auch immer dabei sein im Game Center zum Spielen. Wer Lust drauf hat, kann dann, falls es mal wieder offline stattfindet, tatsächlich zuschauen, mitspielen. Explizit dann einfach nach Fight Crab an sich fragen, weil wir haben es auf jeden Fall da, solange ich da bin. Und dann gibt's Krabben-Action, Prosse-Krabben-Action. Ja, du bist ja zum Glück immer bisher da gewesen fürs Game Center. Ich würde dich noch kurz bitten, dein Gain minimal runterzudrehen. Das Spiel noch ein bisschen runterdrehen? Nee, dein Mikro ein bisschen runterdrehen. Nochmal. Dein Mikrofon ein bisschen runterdrehen. Mein Mikrofon runterdrehen? Ein bisschen. Ein kleines bisschen, okay, ganz kurz. So besser? Noch ein Ticken. Okay. So besser? Das kriegen wir gleich mit von unserer Audience. Ja, ich kann es nicht viel anders regeln wegen unserem Setup, aber ja. Ja, okay. Ich habe gesehen, es wird auch Pistolen. Bei Leveln mit Pistolen kannst du den Typen, kannst die Krabben dann... Genau, ich kann, genau, das wäre das Nächste, was ich machen würde. Ich will es aber nicht hier machen, sondern im Versus-Mode, weil da haben ein bisschen mehr Freiheit. Ups, ja, Offline-Match, genau. Und, genau, so. Hier kann man dann sich tatsächlich Waffen auswählen. Zum Beispiel einen Wurfstern oder einen Revolver. Das passt, weil gerade kam die Frage rein, ob es auch Katanas zum Kämpfen gibt für die Krabben. Natürlich gibt es Katanas. Wartet kurz. Hier haben wir auch ein Katana. Und ich hätte gerne natürlich noch eine Seerobbe dazu. Schön martialisch, wie das sein muss. Und los geht's. Ja. Es gibt viele verschiedene Levels, die alle verschiedene Hazards im Prinzip haben. Es gibt Levels, bei denen Autos rumfahren. Das Level hier hat einen Boden, der sich bewegen kann und einen Zug. Es gibt auch Levels, in denen man einfach nur einen Tisch hat, auf dem alle rumlaufen, von dem man dann seine Gegner runterschmeißen muss. Es gibt einfach alles. Und ich sehe gerade, die Robbe ist einfach mein Reittier. Okay. Ich habe davor noch nie die Robbe wirklich verwendet. Aber interessant. genau. Das Coole an der ganzen Geschichte ist aber zum Beispiel, dass man dann eben von den Gegnern zum Beispiel die Arme fangen kann, wenn man das richtig timet. Und damit im Prinzip Angriffe blocken kann. Und wenn man das noch besser hinbekommt, tatsächlich auch die Waffen abnehmen kann. Ansonsten, das Schöne an dem Spiel ist einfach, das ist schönes Button-Mashing. Man muss nicht unbedingt viel denken. Man kann bestimmt besser sein in dem Spiel, wenn man hier richtig aufpasst und schaut, dass man das richtig spielt. Mir macht es tatsächlich mehr Spaß, wenn ich einfach ein bisschen hier Button smashen kann und ein bisschen hirnlos einfach auf irgendwelchen Knöpfen rumdrücken kann und dann irgendwie gewinnen, weil manchmal hat man einfach so Tage, wo man nicht unbedingt viel denken will und einfach nur ein bisschen Krustentiere verkloppen will. Und die Recoil-Effekte sind ja auch super, ne? Auch schön. Wie bitte?
Die Ragdoll-Effekte sind ja auch super, ne? Genau, wie gesagt, es ist ein physikbasiertes Spiel. Das heißt, alles, was man hier sieht, ist ein Ragdoll-Effekt, weil das ganze Skelett an sich ja eigens berechnet wird und man dadurch dann, wie bei Octodad, das hatten wir, glaube ich, auch schon auf den Nippon Connection im Game Center, im Prinzip jedes einzelne Gliedmaß im Prinzip steuern muss und kann. Was es dann zu einer Challenge macht, beziehungsweise auf jeden Fall interessanter macht, als wenn man jetzt einfach hier alles präzise steuern kann und nicht die Kontrolle so perfekt hat, wie sonst bei anderen Spielen. Dazu kommt, man hat noch so ein System wie bei Super Smash. Das heißt, wenn man einen hohen Prozent-Counter hat, dann wird man schnell auf den Rücken gedreht, als wenn das nicht der Fall ist. Genau. Ich nehme diesmal Excalibur mit. Also und ich gebe dem Gegner mal ein bisschen. Dass ja auch die Steuerung dein Gegner ist? Wie bitte? Also würdest du sagen, dass bei dem Spiel auch die Steuerung dein Gegner ist? Ja, hier ist auf jeden Fall auch die Steuerung der Gegner. Also nicht ganz so intuitiv zu erlernen. Doch, das ist ziemlich intuitiv, weil man im Prinzip nur die Schultertasten verwendet, um zu blocken oder anzugreifen. Mehr hat man hier eigentlich gar nicht. Und ja, man kann hier eigentlich nicht viel falsch machen. Das ist das Schöne. Also bestimmt gibt's. Ich glaube nicht, dass es eine E-Sport-Szene dazu gibt, aber man kann auf jeden Fall sehr viel hier machen. Also es passiert sehr viel, wenn man viel macht. Es passiert eher weniger, wenn man nichts macht. Das ist genau das, was man gerne sieht, wenn man einfach nur ein bisschen Spaß haben will und Zeit verbringen will und nicht großartig seinen Kopf in irgendwelche Kombos oder Movesets reinfuchsen will. Das ist einfach meiner Meinung nach das perfekte Spiel eigentlich für das Nippon Game Center. Und deswegen jetzt auf jeden Fall ab sofort immer dabei sein und auch die meiste Zeit laufen, wenn es nach mir geht. Aber das werden wir dann sehen, wenn es mal wieder offline ein Game Center gibt. Das heißt, wir dürfen zwei Spieler aber nur jetzt gedacht. Genau, oder? Also man kann das mit zwei Spielern spielen und es ist, glaube ich, auch wirklich eher gedacht, dass man das mit zwei Spielern spielt. Es ist auch von der Steuerung her, erinnert es mich tatsächlich auch mehr an so Spiele wie Gang Beasts oder es gab ja dieses Battle Royale. Fall Guys. Genau, Fall Guys. Das ist vom Spielprinzip komplett unterschiedlich, aber vom Spielspaß her und vom Können her, das man dafür braucht, ungefähr ähnlich. Und meine Meinung nach. Gibt es Special Moves, so wie ein Hadoken oder so? Es gibt einen Hyper-Mode, aber wirklich Special Moves habe ich bisher jetzt noch nicht entdecken können, in der wenigen Zeit, die ich jetzt gespielt habe. Aber das wird sich dann bestimmt irgendwie zeigen. Es gibt auf jeden Fall bestimmt Leute, die sich da richtig reinfuchsen und die das mich auf jeden Fall dann berichtigen können. Aber du hast das jetzt noch keinen Hadoken entdecken können. Genau. Also genau, okay. Es gibt diesen Hyper-Mode, den habe ich jetzt gerade aktiviert, dann leuchtet man hellblau. Erinnert so ein bisschen an den Super Saiyajin-Modus in Dragon Ball. Falls Leute den noch kennen. Saiyajin Blue. Genau, ja, stimmt, genau. Beim neuen gab es ja sowas tatsächlich blau. Die Gegner werden im Hyper-Mode zum Beispiel nämlich gelblich und nicht blau. Deswegen. Ich glaube, dass die Gegner color-coded. Aber ich merke, nächstes Mal, wenn wir wieder vor Ort sind, muss ich dich herausfordern zu einer Runde. Genau. Ja, also von mir aus gibt es immer ziemlich viele Spiele, die man mich herausfordern kann. Wir hatten ja in den Jahren davor, in denen es noch tatsächlich offline stattgefunden hat, hatten wir auch das Spiel, bei dem man im Prinzip sich mit Baseballschlägern und Baseballbällen gegenseitig bearbeiten kann. Von dem jetzt gerade der Name nicht mir direkt einfällt. Aber ich werde es dann nachreichen, beziehungsweise man kann mich dann auch auf jeden Fall nächstes Jahr, falls es dann wieder offline stattfindet, auch darauf ansprechen und dann gibt es auf jeden Fall den Battle mit dem Baseballspielen. Also, wenn mich jemand auf Baseballspielen anspricht, werde ich direkt wissen, was gemeint ist. Ja? Du hast mir im Vorlauf gesagt. Genau, es gibt noch verschiedene Krabben natürlich. Also, man muss nicht immer dieselbe Krabbe spielen, man kann auch mal ein Hummer sein, man kann auch mal eine Kokosnusskrabbe sein, aber im Prinzip sind das alles Krabbentiere, was man hier hat. Also das Spiel heißt ja nicht umsonst Fight Crab und nicht Fight Seafood. Der Vorgänger hatte noch alle möglichen Meeresbewohner oder Gegenstände, die mehr vorkommen als Spiel
als Spielcharakter. Und diesmal, bei diesem Spiel hier, geht es wirklich nur noch. Das war jetzt gerade der Hypermode vom Gegner. Hier geht es dann wirklich nur noch um die Krabben, die sich gegenseitig verprügeln, versuchen von den Gegnern die Scheren zu fangen oder dann tatsächlich mit dem Auto sich gegenseitig zu verprügeln und mit Bäumen und irgendwelchen Hämmern oder Tonfas. Das Spiel hat auf jeden Fall sehr viele Möglichkeiten, um anderen Krabben weh zu tun, wenn man will. Und ich habe einen Story-Modus erspielen können. Hast du den mal angespielt? Worum geht's? Genau, es gibt eine Kampagne, aber die zählt, also die ist im Prinzip eigentlich mehr eine ein erweitertes Tutorial. Also man hat einmal das Tutorial und dann hat es eben noch die Kampagne, die halt im Prinzip einem nur zeigt, was noch so geht, was es für andere Levels gibt. Im Prinzip musst du die Kampagne so vorstellen wie bei den ersten Soul Calibur-Spielen. Da hast du ja auch im Prinzip nur Arenenkämpfe gehabt, die im Prinzip einfach nur neue Arenen als Story hatten. So. Und also ich habe jetzt die Kampagnen so sporadisch mal durchgespielt, aber ich konnte jetzt nicht wirklich eine Story dabei erkennen. Mhm. Ich weiß auch nicht, was es da für eine Story geben soll bei einem Spiel, das tatsächlich Krabben als Hauptding hat. Aber möglicherweise gibt es da schon was. Also ich habe auf jeden Fall gerade, ich glaube, letzte Woche noch mal ein bisschen reingespielt und da habe ich auf jeden Fall das King Arthur Achievement freigeschalten, bei dem man nämlich tatsächlich Excalibur freischaltet, das ich jetzt hier gerade in meinen Krabben halte, Krabbenscheren halte. So. Ah, das heißt, du musst auch alle Krabben und Waffen freischalten? Oder wie bitte? Das heißt, ich muss Krabben und Waffen freischalten, ja? Genau, aber nur in der Kampagne. Im Versus-Mode muss man das nicht, soweit ich das erkennen kann. Also wir neigen uns jetzt am Ende von deinem Block zu. Wie bitte? Wir neigen uns am Ende deines Blocks zu. Ich glaube, okay. Noch ein Match. Ja, dann hoffe ich, dass ihr Spaß habt, bei mir, mir beim Spielen zuzuschauen und dass ihr hoffentlich Lust hattet auf nächstes Jahr, wenn es dann wieder richtige Krabben-Action vielleicht auch offline gibt, gegen mich oder gegen jemand anderen aus dem Team. Okay, jetzt kommt Karim. Karim, du bist dran. Oh, ja, bin ich schon im Bilde. Ja, herzlich willkommen zum Game Center Talk. Ich bin Karim und ja, ihr habt jetzt schon zwei sehr actionreiche oder ja, actionlastige Games gesehen und jetzt geht es ein bisschen, ja, eigentlich auch actionlastig weiter, aber eher in Richtung Rhythmus. Und ja, ich bin schon seit 2018 beim Game Center mit am Start und ich bin im Team, würde ich mal sagen, so ein bisschen der Nintendo Boy. Vielleicht seht ihr es hier auch schon ein bisschen an der Deko im Hintergrund. Und ja, deswegen habe ich euch natürlich auch einen Titel aus dem Hause Nintendo mitgebracht. Und den Titel, den ich euch heute vorstellen möchte, ist nicht mehr ganz so aktuell, aber auf jeden Fall der aktuellste Konsolentitel. Es geht um Beat the Beat Rhythm Paradise. Die Serie gibt es seit 2006, ist auf dem Game Boy Advance gestartet, als ja sehr minimalistisches Rhythmus-Game, aber eben mit coolen Animationen. Die Idee kommt von Regisseur Kazuyoshi Ozawa. Der hat auch schon an Spielen wie Metroid oder WarioWare mitgearbeitet. Und ja, ich würde sagen, wir schauen mal einfach in das Spiel rein. So. So. Du musst noch auf Originalton gehen. Ja. So. Momentchen. Ich hoffe, es tut gleich was. Ah ja, jetzt macht er. Genau, also ich habe jetzt noch leider keinen komplett freigespielten Spielstand hier. Aber das ist ja vielleicht ganz gut, dass ihr dann nicht ganz gespoilert werdet.
Es gibt die Wahl zwischen englischer und japanischer Sprachausgabe. Da wir natürlich hier bei Nippon Connection sind, habe ich mich jetzt einfach mal für die japanische Sprachausgabe entschieden. Ja, es gibt insgesamt gibt es um die 50 Rhythmus-Minispiele. Ich stelle euch jetzt einfach mal ein paar von denen vor. Ich werde wahrscheinlich jetzt während dem Spielen selbst nicht so viel quatschen können, denn wie ihr vielleicht wisst, spielt bei Rhythmus-Games natürlich genaue Zuhören eine besonders wichtige Rolle. So, als erstes zeige ich euch das Rhythmus-Minispiel eingelocht. Hier das kleine Äffchen. In dem Spiel geht es darum, Golfbälle mit dem Takt quasi einzulochen. Und genau, ich spiele hier den Golfspieler und kriege hier von dem Äffchen dann die Bälle zugespielt. Und er macht das mit einem kleinen Warn- oder Signalton vorher. Und dann kann ich die Bälle in dieses Wahlloch quasi einlochen. So, das war jetzt erstmal das kleine Tutorial und jetzt starte ich einfach mal mit dem eigentlichen Level. Verpasst. Ja, das war quasi das erste Minigame. Ist auch für den Anfang relativ. Bin sogar hier jetzt superb. Trotz etwas Lampenfieber habe ich es wohl hier ganz gut geschafft, dieses Level. Das Spiel ist auch relativ streng, ne? Ja, genau, das muss man auch dazu sagen. Also ihr kennt vielleicht andere Rhythmus-Games. Es gibt zum Beispiel Taiko no Tatsujin, dieses Trommelspiel, was wir auch schon öfters im Game Center hatten. Oder vielleicht kennt der eine oder andere Wendern oder Elite Beat Agents. So ein Rhythmusspiel, wo man im Takt auf dem Screen tippen muss. Dieses Rhythmus-Game hier, Rhythm Paradise, ist auf jeden Fall sehr streng, was die Bewertung angeht. Das heißt, ihr müsst wirklich sehr exakt im Takt auch den Knopf dann drücken, damit das dann auch als eine richtige Aktion dann gewertet wird. So, man kann in regelmäßigen Abständen hat man die Möglichkeit, so Sondermedaillen zu sammeln, wenn man, also ich habe jetzt einmal die normale Medaille gesammelt für besonders gutes Spielen und wenn man ein bisschen Glück hat, kann man dann nochmal so einen perfekten Durchlauf machen und da kriegt dann nochmal so eine ganz besondere Auszeichnung. So, dann stelle ich euch jetzt das zweite Game vor, Rhythmobotter.
mein Job ist quasi ja, die letzte Schraube in einer Roboterfabrik festzuziehen und damit kleine Roboter, ja, Roboter fertigzustellen. Und ja, man sieht schon auch generell an dem Look, also es ist jetzt keine hoch auflösende HD-Grafik, also das Spiel ist ja sowieso schon 10 Jahre alt, ist ein Titel, wie gesagt, für die Wii, aber hat trotzdem irgendwie meiner Meinung nach so einen ganz eigenen Cartoon-Charme und ist dadurch eigentlich auch gar nicht so sehr in die Jahre gekommen, finde ich. So, hier nochmal kurz das kleine Tutorial. Na, mal gucken, ob ich es hinkriege. Ja, das ist gar nicht so einfach. Aber gut, probieren wir mal den richtigen Durchlauf. Wahrscheinlich werde ich mich nicht ganz so gut schlagen, aber mal schauen. Läuft doch. Wirklich, ja, wenn man nicht im Takt ist, ist es schwierig. Ja, war, glaube ich, ganz okay, aber auch bei der Gesamtbewertung war sogar superb. Also teilweise sind sie da auch ein bisschen kritischer mit der Bewertung. Das heißt, wenn man teilweise schon nur 30% irgendwie falsch macht, dann gilt das schon teilweise als nicht bestanden. Aber hier habe ich jetzt Glück gehabt. Hat das Spiel Wii Motion Steuerung? Es hat keine Wii Motion Steuerung, also ich spiele hier gerade mit der Wii Fernbedienung zwar, aber einfach nur mit den Knöpfen, also nur mit A und B, also eigentlich eine sehr simple Steuerung. Würde sich eigentlich auch ein neuer Teil jetzt anbieten. Es gab, wie gesagt, jetzt für den Nintendo DS noch einen Nachfolger. Und ja, dann eben der letzte Teil war dann noch für den Nintendo 3DS, gab es nochmal so eine Art Compilation aus den verschiedenen, ja, aus den letzten Teilen. Genau, aber für die Nintendo Switch wird sich es eigentlich ja auch anbieten, da nochmal einen neuen Teil ja, herzustellen. Mal gucken, ob wir da noch einen sehen, würde mich auf jeden Fall freuen. So, was sagt die Uhr? Ah ja, ein bisschen Zeit haben wir noch. Dann zeige ich euch hier noch das nächste Spiel Wippen. Also da geht es um zwei kleine Figürchen, die hin, also die auf und ab wippen. Und quasi mein Partner macht mir vor, in welchem Takt ich wippen muss. Und ich muss dann eben den A-Knopf genau zur richtigen Zeit drücken, um dann möglichst hoch zu springen oder genauso hoch zu springen wie mein Partner. Genau, so läuft das ab.
Hand so einfach. Ich glaube, das lief jetzt nicht ganz so gut. Da braucht man, wie gesagt, eigentlich braucht man sehr viel Konzentration. Ja, genau, das war jetzt leider nichts. Je nachdem, wie man abschneidet, gibt es dann hinterher noch so eine kleine Endszene, die man sich dann noch angucken kann. Aber ja, das Spiel ist auf jeden Fall eins. Ich bin gerade an Patapon erinnert. Patapon, sagt mir auch was vom Namen her. Ja, wie gesagt, das Spiel ist jetzt wirklich eins, wo man sich schon sehr konzentrieren muss. Es wird auch kontinuierlich immer schwerer. Ja, es macht ja auch Sinn. Wobei es auch bei den späteren ein paar gibt, die leichter sind als andere. So, jetzt kommen wir zu einem meiner Lieblingsspiele, nämlich Date zu viert. sozusagen ein Doppeldate. Ein Date aus einem menschlichen Pärchen und zwei, ich weiß nicht, ob es Maulwürfe oder Erdmännchen sind. Genau, das Erdmännchen hat eine Verabredung und der Junge da oben auch. Und genau, das Erdmännchen bittet jetzt den Jungen darum, die Bälle, die von der gegenüberliegenden Schule kommen, alle wegzukicken, damit quasi das Date nicht gestört wird, damit beide Dates nicht gestört werden. Und genau, das ist meine Aufgabe, alle Bälle wegzukicken. Naja, egal, ich starte jetzt einfach mal. Ihr habt das Prinzip ja verstanden. So, das Date ist schon am Laufen. Es gibt auch noch andere Bälle. Und alle in einem eigenen Takt. Erdmännchen freuen sich. Soundtrack ist auch einfach sehr süß gemacht. Und alle sind happy und zufrieden über dieses toll gelaufene Date. Starke Kicks. Im Football trete ich wie ein Profi. Ja, wie gesagt, cool finde ich an dem Game auch, dass der Soundtrack jetzt nicht so einen ganz bestimmten Stil hat, sondern je nach Minigame gibt es dann ja, unterschiedliche Tracks. Das war jetzt hier so ein eher ruhigerer Track. Dann gibt es auch eher so elektrolastige Tracks. Ich weiß nicht, ob noch Zeit ist. Ist noch Zeit für ein Spiel oder
Also ich glaube, also glaub, so sehr würde ich überziehen. Also du kannst, glaube ich, noch den Remix spielen. Ich würde eigentlich gern noch hier den Konferenzraum euch zeigen, weil der eigentlich, den finde ich eigentlich auch ganz witzig. Okay, mach mal. Also genau, Remix, was André gerade angesprochen hat, ist quasi nochmal ein Remix aus allen vorangegangenen Minigames. Die muss man dann in abwechselnder Reihe dann zusammenspielen. Also das ist auch ganz witzig. Man muss dann halt noch noch mehr sich konzentrieren, weil man eben nie weiß, welches, oder man weiß es schon, wenn man es gespielt hat, aber zu Beginn muss man halt erstmal sich dann immer schnell umstellen. So, ich zeige euch aber jetzt Konferenzraum, also ein wirklich sehr, sehr witziges Minispiel. Erinnert mich auch so ein bisschen an, vielleicht hat es der ein oder andere gesehen, Aggretsuko auf Netflix, hier diese Schweine auf den Bürostühlen. Und genau, hier die Sekretärin, die quasi sagt, was diese schnurrbarttragenden Schweine zu tun haben. Die drehen nämlich gleich mit ihren Bürostühlen. Und ich muss dann im Takt quasi mein Schwein auch zum Stoppen des Stuhls bringen. Ja, toll ist auch einfach dieser Humor in dem ganzen Spiel, der gefällt mir besonders gut. Hat so ein bisschen diesen typischen japanischen Humor und auch so einige japanische Eigenheiten sind da auch so ein bisschen mit eingeflossen. Kürzer. Hat dann auch gut gepasst. Ja, hier waren sie ein bisschen strenger mit der Bewertung. Ja. Genau. Das ist Beat the Beat Rhythm Paradise. Gibt auch noch einen Zweispieler-Modus. Den habe ich euch jetzt noch nicht gezeigt, da ich natürlich jetzt auch hier alleine bin. Den kann man leider nur lokal spielen, aber das wäre ja dann auch was fürs Game Center vielleicht mal. Wie gesagt, der Titel ist jetzt schon ein bisschen älter, aber ja, falls ihr Lust habt, dann können wir den Titel euch gerne auch im nächsten Jahr, wenn wir dann hoffentlich wieder offline vor Ort sind, dann auch mal anbieten. Ja, ich hoffe auf jeden Fall, euch haben jetzt auch die drei Games gefallen, die drei unterschiedlichen Games. Und wie gesagt, wir würden uns auch sehr freuen, wenn wir euch natürlich dann wieder vor Ort im Game Center begrüßen können. Natürlich mit noch ganz viel mehr Games als die wir euch jetzt gezeigt haben. Also auch noch Retro-Titel, die noch deutlich älter sind. Oder Arcade-Automaten gibt es bei uns auch jedes Jahr. Also wirklich eine bunte Vielfalt. Und wir wollen euch heute einfach mal drei von diesen kuriosen Titeln vorstellen. Das war's von mir. So, Fragen von Glücklichen gibt's nicht mehr. Kannst du Original schon ausmachen? Aber natürlich. Genau, und dann wollte ich mich im Namen unser aller bedanken und Tschüss sagen. Damit wäre unser Event vorbei, ne? Wollen wir kurz winken? Ja. Ne? Dann genau. Vielen Dank und ciao. Und ich hoffe, ihr werdet Spaß haben in unserem virtuellen Filmfestival auf watchnipponconnection.com. Macht's gut. Tschüss.